Ich mag die Rechten auch nicht. Ich mag aber auch nicht diese Linksautonomen. Es sind beides gewaltsame Gruppen, die mit Gewalt irgendwelche Probleme lösen wollen und dadurch noch viel mehr Probleme machen. Ist eine Integration in Deutschland überhaupt möglich? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, die Deutschen benötigen, bevor sie mit der Integration anfangen, zunächst einmal ein neues Bewusstsein des Zusammenlebens. Das habe ich ja auch im ersten Teil meiner Serie schon zum Ausdruck gebracht, dass ein fehlendes Zusammenleben hier in Deutschland die Ursache ist für diesen ganzen kulturellen Zerfall, für die kulturelle Problematik und dass wir auch draußen im Moment solche aggressiven Gruppen haben, die entweder im rechten oder auch im linken Lager agieren. Und das Zusammenleben in Deutschland wird halt noch unschöner gemacht durch die Tatsache, dass sehr viele Menschen oft auch Ärger haben mit ihren Nachbarn. Ich glaube, es im Moment noch Statistik im Kopf zu haben, dass also hier in Baden-Württemberg schon 42,5% der Bevölkerung Ärger hatten mit ihren Nachbarn, schweren Ärger hatten und dass es sogar bis zu den Prozessen ging. Das Traurige bei der Sache ist dann immer, es sind meistens Kleinigkeiten. Es sind ganz kleine Sachen, wo es Ärger gibt, sei es Blätter fallen vom Nachbargrundstück auf mein Grundstück, die Äste ragen in mein Grundstück hinein, das Auto parkt 5 cm verkehrt vor der Tür oder auch immer ganz beliebt der Grillgestank, ich kann nicht schlafen, psychische Körperverletzung, die Leute rufen die Polizei an, weil der Grill riecht. Also es ist schon sehr traurig, was in Deutschland im Zusammenlebensbereich stattfindet. Also als jemand, der jetzt in 6 Ländern gelebt hat, in unterschiedlichen Ländern gelebt hat, unterschiedliche Zusammenleben auch kennengelernt hat, muss ich sagen, es gibt kein störempfindlicheres Volk wie die Deutschen. Also da stört ja schon manchmal ja, ein Blatt, wo vom Baum runterfällt und es liegt auf der Straße, das stört schon. Und das ist dann halt sehr, sehr traurig. Und die Frage ist halt, wenn eine Bevölkerung oder eine Gesellschaft ein so trauriges Zusammenleben führt, kann man dann überhaupt Menschen integrieren, egal welcher Herkunft, völlig egal. Das halte ich zunächst mal für ja, sehr schwierig. Ein weiterer ganz trauriger Punkt, was Deutschland betrifft. Deutschland wurde im letzten Jahr in einer Studie und ist völlig zu Recht zum kinderfeindlichsten Land Europas gewählt. Das betrifft allerdings jetzt nur mal die Ausstattung, also nur die, ja, wie viele Kindergartenplätze haben wir, wie ist der Klassenteiler, wie sind die Schulen, wie viel Unterricht fällt in der Schule aus oder haben wir genügend Kindergartenplätze, Kinderkrippenplätze. Das betrifft nur mal die Grundausstattung. Und das Interessante war, das habe ich dann auch wieder im sozialpädagogischen Forum kommentiert, und dann hat irgendeine Sozialpädagogin gesagt, ja, die Rahmenbedingungen für Familien wären sehr schlecht in Deutschland. Jetzt schreibt die das mir als jemand, der schon in der Slowakei, in Ostungarn war, wo ich dann gedacht habe, war die Frau schon einmal in Tisakarat oder in Zigand oder in Moldawien oder in der Ukraine oder vielleicht im Kosovo? Da ist es ja noch schlechter, die Rahmenbedingungen für Familien. Die Leute verdienen 100 Euro im Monat. Manche kriegen in Ostungarn eine 5 Euro Witwen-Hinterbliebenen Rente. Und damit müssen sie jetzt leben und zurechtkommen. Und dann sagt irgendjemand, die Rahmenbedingungen für Familie wären in Deutschland schlecht.
in dieser kinderfeindlichen Studie ist jetzt noch gar nicht der zwischenmenschliche Umgang der Kinder untereinander mit drin, beziehungsweise der zwischenmenschliche Umgang, wie die Bevölkerung mit den Kindern umgeht. Und ich war jetzt also in 6, 7 unterschiedlichen Ländern, habe dort lange gelebt, habe mit den Menschen dort gelebt, habe mit den Menschen geredet, gesprochen, habe auch dort sehr viele Dinge erlebt, schöne Sachen, schreckliche Sachen. Aber so etwas wie jetzt in Deutschland, eine solche Kinderfeindlichkeit, auch eine solche Aggressivität von Erwachsenen gegenüber Kindern, das ist mir absolut fremd. Und da möchte ich jetzt einfach mal ein paar Beispiele machen. Und wie gesagt, ich könnte aus der Praxis der letzten 25 Jahre, jetzt wenn ich jetzt anfange, bestimmt 4 Wochen erzähle, was ich alles Schreckliches erlebt habe. Aber ich möchte gleich vorweg sagen, das, was ich jetzt sage, so etwas gibt's nur in Deutschland. Das habe ich nicht in Ungarn, nicht in Tschechien, nicht in der Slowakei, auch nicht in Kroatien. Da war ich jetzt, habe ich nicht gelebt, aber wir waren oft im Urlaub dort. Und vor allen Dingen auch überhaupt nicht in Dänemark mitgekriegt, dass es solche Unmenschen gibt, die so etwas machen. Und das ist jetzt einfach mal ein Beispiel. Da spielt ein 12-jähriger Junge mit seinem Ball Fußball und jetzt fällt der Ball ins Nachbargrundstück. Jetzt geht der 12-jährige her und holt den Ball da raus. Und was passiert? Boing, er kriegt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. So, und dann muss die Familie ins Jugendamt, kriegt Auflagen, dann müssen sich die Eltern dann sagen lassen, ob sie sich in ihrer Erziehung noch nicht gedacht haben, dass sie ihrem Sohn beigebracht haben, dass er kein fremdes Grundstück betreten darf. Und dann muss ich sagen, was für ein soziales Arschloch oder was für ein sozialer Widerling muss ich eigentlich sein, um so etwas zu machen, um jetzt einen 12-Jährigen anzuzeigen, weil er bei mir im Garten jetzt seinen Ball rausholt. Was für ein Widerling muss ich sein? Also eines ist sicher, wenn das irgendeiner gemacht hätte in Ungarn oder in dem Dorf, wo ich regelmäßig bin, also ich glaube, der Bürgermeister, der Ola Pischti, wäre in die Garage gegangen und hätte seinen Spaten oder einen Resche geholt und hätte diesen sozialen Widerling komplett durchs Dorf geprügelt. Der hätte in dem Dorf bestimmt nicht mehr einkaufen können und gar nichts mehr machen können. Aber bei uns kannst du einen Widerling, den Menschen, den Jungen dann anzeigen und dann geht der ganze Apparat los. Dann müssen die Eltern ins Jugendamt, dann müssen sie vorsässig werden, dann kriegen sie Auflagen, Hilfe zur Erziehung und lauter so ein Zeugs. Und das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Ein zweites Beispiel will ich auch noch machen, das ist auch ganz krass und das ist so typisch, das ist ganz, ganz typisch deutsch. Da haben wir Spielplätze, die sind bis zum 14. Lebensjahr, darf man da nur drauf, und andere bis zum 12. Lebensjahr, andere bis zum 10. und andere sogar nur bis zum 6. Lebensjahr, was weiß ich. Auf jeden Fall gibt es da auch dann das Verbot, man darf keinen Fußball spielen, man darf kein Eis essen, man darf kein Fahrrad fahren und lauter so ein Krampf. So. Und jetzt spielt an einem Tag ein 15-Jähriger Basketball mit seinem 8-jährigen Brüderlein. Und die Nachbarn wissen, dass der 15 Jahre alt ist und rufen die Polizei an. Und dann muss der 15-Jährige runter, weil er 15 Jahre alt ist. Dann habe ich gesagt, hör mal zu, ich bin 34. Damals war ich 34. Ja, das ist egal, Sie sind ein Erwachsener. Dann sage ich, wo ist denn bitte schön der Unterschied, ob jetzt ein 15-Jähriger ganz anständig mit seinem 8-jährigen Bruder Basketball spielt oder ob ich mit ihm spiele. Nein, er ist älter wie 14 Jahre, er darf da nicht spielen. Und was passiert? Es geht wieder der ganze Apparat los, weil irgendwelche Arschlochnachbarn so etwas machen, weil dieser Junge da nicht zu spielen hat. Auch unter den Kindern haben wir einen unglaublich harten Umgang. Einen unglaublich schmerzhaften Umgang. Und jetzt komme ich zu der Schule. 30% der Kinder, und das kann man jetzt statistisch auch nachprüfen, da gibt es Statistiken, 30% der Schüler wurden in der Schule schon gemobbt oder waren Opfer von Mobbing oder auch Privat-Cybermobbing. Komplett 30%. Das heißt, 70% haben entweder gemobbt oder haben zugeschaut, wie andere gemobbt worden sind und haben nichts gemacht. Und das ist ein ganz, ganz trauriges Armutszeugnis. Und dieser unschöne Umgang, den wir hier pflegen, also ich habe in Ungarn, habe ich auch Kinder erlebt, die einen sehr harten Umgang miteinander haben, speziell die Romas,
aber das war bei weitem noch nicht so hart wie bei uns in der Schule, wie sie sich erniedrigen, demütigen und was für ein raffiniertes Erniedrigen oder was für ein hinterhältiges Mobbing da läuft, um irgendein Kind fertig zu machen. Also in der Extremität habe ich das in keinem anderen Land erlebt. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle etwas sagen. Ich war vor 6 Jahren in Dänemark. Und da habe ich deutsche Eltern kennengelernt, die ihre Kinder jeden Tag von Flensburg nach Dänemark in eine deutsche Schule fahren. 40 Kilometer hin und wieder 40 Kilometer zurück. Dann habe ich, einfach weil mich das interessiert hat, gefragt, ja, gibt's in Flensburg keine Schulen, warum fahrt ihr denn das Kind nach Dänemark? Dann haben sie gesagt, wir fahren unsere Kinder deshalb nach Dänemark, dass sie nicht dieser entsetzlichen deutschen Hackordnung ausgeliefert sind. Und ich kann nur eines sagen, ich war ein paar Wochen in Dänemark, es war wunderschön, mit dänischen Kindern zu arbeiten oder auch eine skandinavische Struktur kennenzulernen. Nicht, dass es da jetzt nicht auch Dinge gibt wie Mobbing, aber in der Extremität, in dieser Professionalität und auch teilweise in dieser Hinterhältigkeit, wie ich sie hier in Deutschland erlebt habe, gibt es das in Dänemark nicht. Und auch in Schweden, Norwegen und Finnland nicht. Und auch in Ungarn nicht. Da gibt es auch einiges, aber so etwas habe ich dort nicht gesehen. Ein weiterer Hauptpunkt, der in dieser Kinderfeindlichkeitsstudie noch gar nicht enthalten ist, ist einfach die Tatsache, das ist auch mein Empfinden, dass es jedes Jahr immer weniger Eltern gibt, die sich wirklich verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst um ihre Kinder kümmern. Und ich denke, ich spreche jetzt vielen verantwortlichen Vereinsvorsitzenden, Trainern und Jugendleitern aus dem Herzen, wenn ich sage, dass wir, wenn wir mit 10 oder 12 Kindern wegfahren wollen, froh sein können, wenn 2, 3 Eltern sich bereit erklären, die Kinder von A nach B zu fahren. Das heißt, ich habe immer stärker das Gefühl, dass eben die Deutschen mit den Werten Demokratie und Freiheit überhaupt nicht umgehen können und dass sie das eher als Synonym von sozialer Verantwortungslosigkeit sehe, so nach dem Motto, hier Alex, hast du meine Kinder, mach etwas und hier, nimm meine Kinder mit, dann habe ich wenigstens 7 Stunden meine Ruhe. Das gilt jetzt nicht für die Eltern, deren Kinder vielleicht in einem Förderstützpunkt, in einem Fußballstützpunkt sind. Wenn jetzt morgen die TSG Hoffenheim, die Trainer sagen von der C-Jugend, wir spielen übermorgen beim Hamburger Sportverein in Hamburg, dann fahren diese Eltern da hoch. Oder wenn ein Musikverantwortlicher sagt, wir gehen auf die Badische Meisterschaft mit unserem Musikzug, dann fahren die Eltern auch mit. Aber das ist auch keine aktive Beschäftigung mit den Kindern. Die Eltern begleiten zwar die Kinder, schauen zu, dass ich zumindest mal etwas. Aber wenn wir jetzt sagen, hey, wir gehen jetzt 7 Stunden mal ins Technoseum und hier belegen wir 2 Workshops und hier zeigt mal den Kindern, wie man zum Beispiel einen Motor schneller baut oder wie man diese Drohne programmiert oder den Roboter programmiert, dass er irgendwas aufhebt. Dieses Beschäftigen, das Anleiten der Kinder mit Wissen, mit Bildung, das Dabeisein, das Begleiten, die Wissensbegleitung, das machen sie nicht. Und auch hier gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen deutschen Eltern und auch skandinavischen Eltern und auch ungarischen Eltern. Und wir haben gerade in dem Bereich, und das ist meine Erfahrung, ganz wenige Eltern, die das machen. Und das hat mir auch meine Oma, die ist 95, gesagt, hat, Alex, wenn du die Eltern brauchst, kannst du es vergessen. Und genau das ist dieses Verantwortungslose. Und oft habe ich das Gefühl, ja klar, die Deutschen können damit überhaupt nicht umgehen. Die brauchen immer irgendeinen Vollidioten, der ihnen ganz klar vordiktiert, was sie zu machen haben oder ihnen die Arbeit abnimmt. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Grund, dass wir in Deutschland wesentlich aggressivere Kinder haben als jetzt zum Beispiel in Schweden, Dänemark oder Norwegen oder Finnland. Weil da muss ich wirklich sagen, wenn wir da mit 10 Kindern weggehen, dann habe ich 20 Eltern dabei. Und das ist eine ganz andere Sache. Und dementsprechend wird auch das Erlebnis, das Gruppenerlebnis auch ein ganz anderes, wie wenn jetzt Eltern sagen, oh ja, da geh mit, wir bleiben zu Hause. Wir erziehen hier in Deutschland wirklich sehr viele und jetzt kommt's, und das ist ein großer Unterschied zu allen anderen Ländern, in denen ich war, sehr viele intelligente soziale Widerlinge. Das heißt, wenn in Ungarn jemand ein Widerling ist, ist er meistens auch dumm.
Aber in Deutschland gibt es Widerlinge, die sind unglaublich intelligent und die zerstören dich mit ihrer Intelligenz, mit ihrer Macht und mit ihrer Hinterhältigkeit. Und in nahezu jeder Klasse haben wir diese intellektuellen Arschlochkinder, die nichts anderes machen, als jede Möglichkeit sehen, andere zu erniedrigen, andere zu mobben, andere bloßzustellen. Und das ist ganz, ganz schmerzhaft. Und das gibt es natürlich hier und da auch in anderen Ländern, aber nicht in der Extremität, in der ich es hier in Deutschland erlebt habe. Und Dänemark war bisher das Land mit der wenigsten, sage ich jetzt mal, Mobbing oder hier auch Dissing-Situation oder Stalking oder solchen Psychoterrormethoden. Und schwedische Kinder haben wir ja auch kennengelernt. Also ich glaube, wir haben selten schöner gearbeitet wie mit 10 schwedischen Kindern. Jetzt möchte ich mal auch auf die politische Situation zu sprechen kommen. Wir haben bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg 30% Nichtwähler gehabt und 20% haben Parteien gewählt mit rechten Inhalten, möchte ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen. Das sind 50% der Bevölkerung. 30% nehmen die Verantwortung überhaupt gar nicht wahr, wählen zu gehen. Sprich, das sind auch großteils Menschen, denen alles gleichgültig ist, die keine soziale Verantwortung mehr tragen. Und dann haben wir 20%, die wählen eben rechte Parteien. Tja, wie will ich denn mit solchen Menschen jetzt andere Mitmenschen integrieren? Wie denn? Fällt mir schwer. Also stelle ich mir sehr schwierig vor. Dann gibt es die Parteien, die im Moment, und das finde ich ja ganz, ganz schlimm, und ich möchte das jetzt vielleicht mal so sagen, jedes Unternehmen, das zum Beispiel jetzt ein neues Produkt entwickelt oder ein neues Produkt auf den Markt bringen will, neues Telefon oder egal was, die setzen sich im Vorfeld zunächst einmal mit allen Spezialisten zusammen, mit den Entwicklern, mit den Grafikdesignern, mit den Ingenieuren, mit den Technikern, treffen die sich und im Vorfeld erstmal alle Eventualitäten abzuklären, um alle Fehlerquellen auszugrenzen, um alle Schwierigkeiten auszugrenzen, um die Probleme oder die Fehlerquellen so gering wie möglich zu halten. Also man schaut, dass man wirklich das qualitativ beste Produkt zustande bekommt, dass der Kunde zufrieden ist. Nur in der Politik, da machen sie es nicht. Da sagen sie, ja, wir schaffen das, ja, wir schaffen das. Da wird im Vorfeld nicht über die Problematik gesprochen, die vielleicht entstehen könnte, wenn 1 Million Flüchtlinge, die jetzt in Syrien gelebt haben, im Krieg, die traumatisiert sind, wo viele keine Bildung haben, die holt man jetzt hierher und alles ist gut, das sind alles und man zeichnet nur eine schöne Seite und dann geht man her. Und wenn jetzt jemand, ein Fachmann, wie jetzt ich, der seit 25 Jahren im sozialpädagogischen Bereich arbeitet, oder auch irgendwelche Professoren, die sich mit Migranten oder auch mit Flüchtlingen oder Menschen auskennen und sagen, hey, hört zu, ihr müsst hier das und das berücksichtigen, diese und jene Schwierigkeiten können entstehen, wenn diese Menschen kommen. Das blendet man jetzt aus und dann geht man her und verurteilt jeden, der in irgendeiner Form irgendetwas Negatives sagt oder irgendeinen Punkt erwähnt, der strittig ist oder der negativ ist hinsichtlich der Flüchtlinge, der ist sofort Nazi oder er ist AfD-Mitglied. Also was für eine Demokratie ist das denn, die letztendlich auch ganz wichtige kritische Punkte gar nicht hören will und unter den Tisch fallen lässt. Und wir haben hier gerade in dem Bereich so viele ignorante und sozial verantwortungslose Politiker und die durch ihre Ignoranz und durch ihr soziales Verhalten einfach auch dazu beigetragen haben, dass es Pegida bzw. da draußen auch die AfD überhaupt gibt. Hätte die Bundesregierung da mal ein bisschen besser ihre Hausarbeiten gemacht, hätte sie mal ein bisschen mehr darauf
geachtet, dass die kleinen Menschen, egal ob das jetzt Arbeitslose sind, ob es Rentner sind, die Schwachen oder auch die Kinder, dass es denen jetzt in erster Linie mal ein bisschen besser gehen würde und nicht immer schlechter, dann hätte sich ein solcher Strom überhaupt nicht gebildet. Und jetzt kommt das ganz Paradoxe. Jetzt gehen die Menschen her, die durch ihre Ignoranz und durch ihre verantwortungslose Politik diese Gewalt da draußen auf der Straße erst möglich gemacht haben, die formieren sich jetzt zu Gruppierungen und schließen sich der Antifa an und gehen dann dorthin und bekämpfen mit Linksautonomen, mit Gegengewalt, die anderen ausüben. Entschuldigung, wie dumm ist das denn? Wo ich dann sage, waren diese Menschen niemals in der Schule? Haben die niemals Geschichtsunterricht gehabt, Gemeinschaftskundeunterricht? Haben die niemals gelernt, dass Gewalt und dass Gegengewalt kein Mittel gegen Gewalt ist, sondern dass Gewalt immer noch mehr Gewalt erzeugt? Haben die das nicht gelernt? Eine Demonstration, wenn man etwas verändern will, muss, ähnlich wie 1990 auch, gewaltlos über die Bühne laufen. Und dann müssen nicht bloß 500 Leute oder 1000 Leute auf die Straße gehen und dann die Keule schwingen oder irgendwelche Steine durch die Gegend werfen. Dann müssen halt mal 20 Millionen auf die Straße gehen und ganz friedlich demonstrieren. Und dann würde man da auch etwas erreichen. Aber nein, da geht man her, wir müssen jetzt nicht, die Nazis rufen auf zur Demonstration, jetzt gehen wir hin, bekämpfen die, wir nehmen Gas mit, wir nehmen Backsteine mit und dann schmeißen wir auf die Nazis irgendwelche Steine. Wie blöd ist das denn? Jetzt kommen dann auch noch die anderen Gruppierungen dazu, wie zum Beispiel Hooligans. Wir haben draußen jede Menge Hooligans, die sich die Köpfe einschlagen. Ach, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Dortmund, Schalke spielt, Lievermann, dann schlagen sie sich die Köpfe ein, wenn die verlieren, wenn jene verlieren. Wir brauchen nicht nur Hundertschaften von Polizisten, wir brauchen über 1000 Polizisten für so ein Fußballspiel, um diese Halbwilden teilweise auch unter Kontrolle halten zu können. Und mit diesen Menschen, die sich so hassen, dass sie sich nach dem Spiel dann, weil der Schalke ist und der ist Dortmund, dann auf irgendwo treffen und sich die Hucke voll klopfen. Mit solchen Menschen wollen wir jetzt morgen Flüchtlinge integrieren. Wie soll denn das gehen? Und im Studium habe ich mir die Frage gestellt, warum waren es gerade die Deutschen, die dieses entsetzliche Verbrechen, diesen Holocaust durchgeführt haben? Warum waren es nicht die Engländer oder die Franzosen oder die Russen oder vielleicht sogar die Schweden oder die Portugiesen oder die Bulgaren? Nein, es waren die Deutschen. Warum waren es wir? Wie kann ein Volk einem anderen Volk ein so grausames Leid zufügen? Wobei, das hatte ja mit Krieg ja gar nichts zu tun. Das war ja noch neben dem Krieg. Der Krieg ist das eine, das war ja ein perfider und perfekt deutsch organisierter Massenmord. Also, wie kann ein Volk so etwas Grausames durchführen? Und ich habe irgendwann, haben wir in Psychologie auch über das Thema Mentalitäten gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, offensichtlich ist es ein Mentalitätsproblem, das auch heute noch sichtbar ist. Und ich habe dann auch ein bisschen gesucht in der Literatur oder in der Bibliothek. Und irgendwann bin ich interessanterweise bei den Gebrüdern Grimm stehen geblieben. Bei diesen grausamen Märchen der Gebrüder Grimm. Also die Gebrüder Grimm, die Märchen der Gebrüder Grimm unterscheiden sich ja ganz besonders zu anderen Märchen, was weiß ich, zu Hans Christian Andersen oder zu Tausend und einer Nacht oder sind ganz andere Märchen und sie sind gekennzeichnet durch ihre grausame Brutalität, blutgedrängt und einer immer wiederkehrenden Situation, nämlich einer bösen Stiefmutter und eines entweder schwachen oder verantwortungslosen Vaters.
Und immer wieder kommen diese beiden, in fast allen Märchen kommen diese beiden Gestalten bei den Gebrüdern Grimm immer wieder zum Tage. Und dann haben wir eigentlich gedacht, vielleicht hatten sie ja eine böse Stiefmutter, die Gebrüder Grimm. Aber nein, die Gebrüder Grimm haben was ganz anderes gemacht. Die Gebrüder Grimm waren die ersten, die diese grausame deutsche Mentalität und Charaktere und diese Hinterhältigkeit, diese Kinderfeindlichkeit, die es damals schon gab, in Form einer, und auch die fehlende Mutterliebe in Form einer bösen Stiefmutter und auch die fehlende Beschäftigung des Vaters mit den Kindern in Form entweder eines Vaters, der die Kinder grausam misshandelt, oder aber auch in Form eines Vaters, der so schwach ist, dass ihm alles egal ist, was diese böse Stiefmutter mit den Kindern macht. Da haben sie es dargestellt. Und mit diesen grausamen Märchen tränken wir eigentlich schon seit hunderten Jahren die Seelen unserer Kinder, wo ich denke, hey, wie kann das sein? Und und genau da sind wir, weil nur eine Gesellschaft oder Menschen, die keine Mutterliebe genossen haben und die kein Vatervorbild hatten, sind in der Lage, irgendwann einmal aufgrund der fehlenden Liebe ein solches grausames Verbrechen wie eben diesen Holocaust zu begehen. In einem Märchen ganz besonders haben die Gebrüder Grimm die hinterhältige Charaktere des Deutschen dargestellt, nämlich im Rumpelstilzchen. Heute back ich, morgen brau ich und übermorgen hol ich der Königin der Kitt. Und diese Aggressivität haben wir da draußen immer noch. Diese Charaktere ist in irgendeiner Form in einem ganz großen Teil dieses deutschen Volkes drin. Ein weiterer Grund, warum eine Integration wahrscheinlich nicht möglich ist, ist einfach die Struktur der Leistungsgesellschaft, die ja, wie ich schon mal gesagt habe, ausgrenzt, ausselektiert. Und eine Leistungsgesellschaft braucht keine sozialen Gutmenschen. Eine Leistungsgesellschaft braucht soziale Unmenschen. Sie braucht soziale Widerlinge, die in der Lage sind, sich mit Intelligenz oder mit Wissen, mit Macht oder mit Geld, und wenn das nicht geht, eben mit dieser Rumpelstilzchen-Hinterhältigkeit, sei es mit Mobbing, sei es mit Intrigen, sei es mit Denunzierungen, sich einen Vorteil zu verschaffen, um mehr Geld zu verdienen, einen Konkurrent auszuschalten oder auch einen Mitstreiter auszulöschen. Das braucht die Leistungsgesellschaft. Eine Leistungsgesellschaft hat kein Interesse daran, dass Menschen zusammenleben. Und einer Wirtschaft kann eigentlich gar nichts Besseres passieren, wie wenn es morgen einen Krieg gibt. Weil wenn alles kaputt ist, dann müssen wir wieder alles aufbauen. Also dann verdienen sie wieder sehr viel Geld daran. Und die Integration hat in Deutschland in den letzten 40 Jahren nicht funktioniert. Und sie funktioniert jetzt nicht und sie funktioniert, wird auch in 40 Jahren nicht funktionieren. Also ich kenne bis zum heutigen Tage noch kein einziges Kind in der ganzen Metropolregion nicht. Und auch in den letzten 25 Jahren habe ich kein einziges Kind kennengelernt, das sich zum Beispiel nachmittags mit ausländischen Kindern trifft, um ihnen die Sprache beizubringen. Und wie sollen jetzt zum Beispiel ausländische Kinder die schwere deutsche Sprache erlernen, wenn die deutschen Kinder ihnen nicht helfen? Vielleicht mag es ein oder zwei Kinder geben, die das machen, aber das ist die Ausnahme. Der Regelfall ist genauso wie vor 30 Jahren, als ich in der Schule war. Wir hatten damals die türkischen Kinder in der Klasse. Da hat kein einziges deutsches Kind, so wie jetzt ich auch, und ich bedauere das auch heute, diesen Kindern auch nur eine Minute geholfen, die deutsche Sprache beizubringen oder zu erklären, oder dass sie mittags mal eingeladen und sagen, komm mal mit, wir gehen mal dahin, wir gehen mal dorthin. Die mussten die Sprache alleine lernen. Und genau so wie sie das damals mussten, müssen sie es auch heute. Es gibt dann zwar in den Schulen diese VDK-Klassen, aber wir kriegen es nicht hin wie die Schweden, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein deutsches Kind oder ein ausländisches Kind nach Schweden kommt, dass es
sofort am ersten Tag einen Buddy bekommt, das spricht ein Schüler, der sich explizit um dieses Kind kümmert. Es kriegt auch einen eigenen Lehrer als Ansprechpartner und dieser Lehrer ist explizit dazu da, dem Kind die schwedische Sprache beizubringen und innerhalb von 2 Jahren bringen es die Schweden tatsächlich fertig, dass ein deutsches oder ein ausländisches Kind dort oben die Sprache so gut erlernt, dass es in 5, 6 Jahren einen Abschluss machen kann. Wenn aber jetzt Kinder mit 10, 12, 13 Jahren hierher kommen, weil ihre Eltern nach Deutschland gezogen sind, weil sie hier bessere Berufschancen haben oder ihnen ein schöneres Leben bieten wollen, dann sind sie auf sich alleine gestellt. Und je nachdem, aus welcher Sprachregion sie kommen, haben sie fast gar keine Möglichkeit, die deutsche Sprache zu erlernen. Und wenn sie jetzt keine Hilfe bekommen von den deutschen Schülern, dann erst recht nicht. Und was immer wieder nicht berücksichtigt wird, diese Kinder, die jetzt hierher kommen, wenn jetzt zum Beispiel aus Ungarn oder aus Polen, die haben jetzt hier, meistens sind es ja Handwerkerkinder, die Leute haben hier jetzt eine Arbeitsstelle gefunden und können hier besseres Geld verdienen wie in ihrer Heimat und können dadurch den Kindern ein besseres Leben bieten. Aber was man immer vergisst, die Kinder wurden ja aus ihrer ehemaligen Region rausgerissen. Die sind ja mehr oder weniger gezwungen in einem Land, das ihnen zwar ein besseres Leben verspricht, aber sie haben dafür ihre Herkunft, ihre Heimat aufgeben müssen, sie haben ihre Freunde aufgeben müssen, ihr bisheriges Leben, ihr ganzes Lebensumfeld und jetzt kommen sie hierher und sind mehr oder weniger gezwungen hier, ihnen bleibt nichts anderes übrig und jetzt sollen sie in einer solchen Situation auch noch die deutsche Sprache erlernen. Ob das möglich ist, ob wirklich alle Menschen, die hier nach Deutschland kommen, die deutsche Sprache erlernen können, darüber spreche ich im 8. Teil. Das ist nämlich auch sehr interessant und da bringe ich vielleicht auch ein paar neue Erkenntnisse zutage, über die hier Frau Merkel und Co. noch gar nicht gesprochen haben, die davon ausgehen, ja, wir bieten Deutschkurse an und das kann jeder lernen. Und jetzt gibt es hinsichtlich der Integration noch ein ganz, ganz interessantes Phänomen, das hat auch noch niemand zur Sprache gebracht. Es gibt ja Facebook und da gibt es ja die Freunde und wie viele Freunde man hat. Macht euch einfach mal das Vergnügen oder macht euch einfach mal die Arbeit und schaut mal nach bei türkischen Schülern, die jetzt 12, 13 Jahre alt sind oder bulgarischen Schülern oder albanischen Schülern oder ungarischen Schülern oder polnischen Schülern, die hier leben oder hier auch geboren sind, wie viele deutsche Freunde sie haben. Und ihr werdet feststellen, nahezu auf jedes Profil, wo ihr geht, von einem türkischen Kind oder von einem bulgarischen Kind, das hier wohnt schon seit 12 Jahren, das hat 90% bulgarische Freunde und 10%, wenn überhaupt, deutsche. Oder hat 80% türkische, 15% ausländische Freunde und 5% deutsche Freunde. So viel zu dem Thema Integration. Das sind Kinder, die gehen ins Gymnasium, die gehen in die Realschule, die gehen auch hier in die Hauptschule, sprechen hervorragend Deutsch und haben trotzdem mehr türkische oder bulgarische Freunde wie deutsche. Wie kann das sein, wenn eine Integration gut funktioniert? Schaut, macht euch den Spaß und geht mal auf ein deutsches Profil von einem deutschen Kind und ihr werdet feststellen, 95% sind Deutsche und 5% sind Ausländer. Es gibt ganz wenige türkische Stämmige oder Migrantenkinder, bei denen es anders ist. Bei den meisten, und ich habe ja viele auf meinem Account, bei Facebook, weil als Sozialpädagoge kriegst du auch die Anfragen von den Kindern, die man gerne annimmt, weil man ja dann immer à jour bleibt, was machen Kinder im Netz, was ja wichtig ist. Da kann man dann feststellen, hoppla, wie viele Freunde hat denn jetzt eigentlich mal ein albanisches Kind oder ein serbisches Kind oder ein ungarisches Kind, wie viele Deutsche sind in diesem Forum drin und das ist ganz interessant und es sind nicht viele. Integrierbar ist meiner Meinung nach nur derjenige, der hier auch etwas, wovon die deutsche Bevölkerung profitieren kann. Und damit komme ich jetzt auf den letzten ganz traurigen Punkt unserer kapitalistischen Leistungsgesellschaft. Das ist halt einfach so, hier in dieser Welt gibt es auch ganz wenig wahre Freundschaft, weil ja auch die Freundschaft darauf aufgebaut ist, auf ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt ein super Fußballspieler bin, der Großartiges leistet, solange ich diese Superleistung bringen kann und der Verein von mir profitiert, bin ich
integriert und willkommen, oder wenn ich mich hoch engagiere und habe großen Erfolg, dann gehöre ich dazu, dann habe ich Freunde, dann bin ich anerkannt. Aber sobald ich das nicht mehr mache, sobald ich keine durch mein Tun nichts mehr zum Erfolg eines Vereines, einer Organisation, eines Clubs beitragen kann, bin ich sofort vergessen wie nichts. Und ich habe dieses schon mehrfach mitgemacht, auch in den herkömmlichen Vereinen. Wenn du deine Trainerstellung nicht mehr hast, dann bist du vergessen. Dann bist du genauso vergessen wie das Reklame, Lebensmittelreklame von letzter Woche. Da will niemand mehr was von dir wissen. Das heißt, diese Leistungsgesellschaft lässt auch diese Freundschaften, die einen gewissen Zeitraum überdauerten, weil man damit dann etwas erreicht hat, ins Nichts fallen. Und genau deshalb, denn das wissen die Verantwortlichen, bleiben sie auch alle bis sie im Lebtag auf ihrem Platz, auf ihrem Posten sitzen, weil sie genau das wissen, wenn sie morgen nicht mehr erst davor sitzen, dass sie, wenn sie morgen kein Gemeinderat mehr sind oder kein Amt mehr innehaben, dann ist man vergessen. Und das ist ein ganz, leider ganz traurige, das ist eine ganz traurige Entwicklung oder ein ganz trauriges Status quo, wie man das auch immer ausdrücken möchte, unserer Gesellschaft. Und Integration, die Deutschen lebt, hier in Deutschland lebt doch ohnehin jeder für sich und schaut, dass er überlebt und guckt, dass er vorankommt. Hier gibt es gar kein Zusammenleben in dem Sinn, wie ich es in anderen Ländern erlebt habe. Und deshalb nochmal wie am Anfang: Die Deutschen brauchen erst einmal ein neues Verständnis für das Zusammenleben, bevor sie jemanden integrieren können.